Hallo und herzlich willkommen zur deutschsprachigen Version von Code for Thought. Heute kommt Peter Steinbach vom Helmholtz-Institut in Dresden-Rossendorf zu Wort. Peter leitet dort ein Team von Datenwissenschaftlern zum Thema künstliche Intelligenz. Die Gruppe ist Teil der Helmholtz-AI-Initiative und wie Peter in dem Gespräch erklärt, gibt es davon natürlich nicht nur in Dresden eine Gruppe, sondern über ganz Deutschland verteilt. Helmholtz ist das größte Forschungszentrum in Deutschland und ich wollte herausfinden, welche Rolle KI in der Wissenschaft spielt und wie Peter und das Team den WissenschaftlerInnen dabei helfen. Darüber hinaus hat mich auch der Überlappungsbereich zwischen Softwareentwicklung und Datenwissenschaft interessiert. Ohne Software geht's in der Wissenschaft heute überhaupt nicht mehr. Und das bezieht sich natürlich auch auf die Datenwissenschaft und künstliche Intelligenz. Und auf der anderen Seite werden Themen bezüglich künstlicher Intelligenz, Datenverarbeitung und Infrastruktur auch zunehmend von Research Software Engineers bearbeitet, was man auch zum Beispiel an Themenauswahlen auf Konferenzen und Workshops sieht. Sind die beiden Bereiche dabei, sich zu verschmelzen? Ist eine Trennung zwischen Datenwissenschaftlern und Software-Engineers überhaupt noch sinnvoll? Aber bevor wir auf diese Fragen eingehen und zum Interview übergehen, hier noch ein paar Hinweise auf Konferenzen. Da ist zunächst die UN-Konferenz in Jena, veranstaltet von der Deutschen RSE-Gemeinschaft zwischen dem 26. und dem 28. September. In Großbritannien trifft sich die RSE-Gemeinschaft zur jährlichen Konferenz im walisischen Swansea zwischen dem 5. und dem 8. September. Und wer in weitere Fernschweifen will, der kann in die USA gehen. Die haben nämlich ihre allererste RSE-Konferenz zwischen dem 16. und dem 18. Oktober in Chicago. Es wird also ein ziemlich heißer und interessanter Konferenzherbst. Aber nun zurück zu meinem Gespräch mit Peter Steinbach. Ja, das wird heute ein bisschen komisch, weil wir haben zwei Peter. Also da ist Peter Steinbach, dem ich gleich Hallo sagen werde und dann ich selber natürlich. Aber erstmal Hallo Peter. Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Bevor wir jetzt über künstliche Intelligenz bei Helmholtz sprechen, kannst du dich vielleicht mal kurz vorstellen. Sehr gern. Mein Name ist Peter Steinbach. Ich komme aus Sachsen. Das wird man auch dann hören, wenn ich hier und da mal ein bisschen schneller rede. Ich bin ausgebildeter Teilchenphysiker. Ich habe an der TU Dresden Teilchenphysik promoviert und war auch am CERN, als der LHC angeschalten wurde. Und als ich fertig war mit meiner Doktorarbeit, stand ich da und wusste nicht so richtig, wie es weitergehen sollte. Und da habe ich durch Zufall eine Anzeige beim Arbeitsamt gefunden. Das war der Zufall schlechthin. Und da wurde ein HPC-Developer gesucht. Ich so, okay, HPC habe ich gemacht. Und es stellte sich dann heraus, dass das eine HPC-Developer-Stelle am Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik hier in Dresden war. Und die haben dort jemanden zur Unterstützung gesucht, weil die, es war für die ganz neu, HPC. Ja, und da bin ich dorthin, habe dort 7 Jahre gearbeitet und genau in dieser Zeit hat sozusagen die Deep Learning Revolution ist dort angekommen. Dort wurde viel Mikroskopiebilder gemacht und dadurch, dass ich durch meinen Teilchenphysik-Background eine sehr starke Erfahrung in Statistik hatte, angewandte Statistik, habe ich diese Welle natürlich live miterlebt und den Kollegen geholfen, ihre Trainingsskripte auf dem Cluster laufen zu lassen und so weiter und so fort und war auch bei vielen Gesprächen mit dabei. Ja, und dann kam 2019 die Gelegenheit, selber KI zu machen. Machine Learning nenne ich das selber lieber, aber das ist eine Geschmackssache. Und seit 2019 leite ich ein kleines Team von 4 Consultants bei dem Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf. Du sprachst von einer Revolution in Deep Learning. Das haben wir jetzt mitgekriegt und da sind wir quasi auch noch mittendrin. Aber das ist ja nicht die erste Revolution, weil ich glaube, die Deep Learning an sich gibt es ja schon länger. Die Technologie wurde ja vor Jahrzehnten eigentlich eingeführt. Ganz genau. Also was im Prinzip passiert ist 2012, ist, dass Alex Gschnewski bei der ImageNet Challenge gezeigt hat, dass er A, so ein Deep Learning Netz auf einer Grafikkarte lernen kann und trainieren kann. B, dass er einfach mit 10% Vorsprung in der Fehlermargin gewonnen hat. Und an dem Punkt haben es dann wirklich so, sowohl in der Industrie als auch in der Wissenschaft viele Menschen dann wirklich auch akzeptiert und wie man im Englischen sagt, embraced, also umarmt, dass Deep Learning ein Paradigma ist, was einfach nicht mehr weggehen wird und was einfach viel breiter genutzt werden muss. Das hat ein bisschen gedauert, ehe das bei uns im Institut damals angekommen ist, weil na klar, die Wissenschaftler wollen erstmal verstehen, wie solche Sachen anzuwenden sind und ob es für sie anwendbar war. Und dadurch, dass es in dem Institut einen sehr starken Software-Fokus gab, es waren viele Wissenschaftler, die sehr gut programmieren konnten
und sehr gute Softwarearchitekten waren, haben die das sich zunutze gemacht und dann sozusagen auch nur die statistische Komponente oder die algebraische Komponente hier mit reingebracht und haben dann Werkzeuge zur Mustererkennung, zum Entrauschen und so weiter und so fort auf den Weg gebracht. Das ist eine sehr nette Überleitung in das Thema heute oder das hauptsächliche Thema. Und das ist natürlich die Gruppe, die du leitest am Helmholtz-Institut. Du hast gesagt, das sind ungefähr 4 Consultants. Was kann man sich denn unter der Arbeit genau vorstellen? Was beinhaltet das denn? Weil Consultants sind ja eigentlich eher Leute, die man von außen holt, um Beraterdienste und vielleicht auch ein paar andere Dienstleistungen wie Softwareentwicklung oder Softwarearchitektur zur Verfügung zu stellen. Was macht ihr denn? Wir sind Teile des Netzwerks, das heißt Helmholtz AI, also solche Teams wie wir sind, gibt es insgesamt 6 Mal in ganz Deutschland innerhalb der Helmholtz-Gemeinschaft, also nur das als Kontext. Ja, also wir beschreiben unsere Aufgabe immer Collaboration as a Service. Was heißt das konkret? Wir sehen es einfach ganz häufig, dass Wissenschaftler unterschiedlicher Disziplinen, wir nennen die auch Domänen, Daten sammeln und ihre wissenschaftlichen Fragen beantworten wollen. Und dann merken die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, also die Daten sind doch sehr komplex oder die Daten haben gewisse Fehler oder sind zu verrauscht und so weiter und so fort. Und dann kommen wir ins Spiel. Die kommen zu uns. Wir sagen dann im Prinzip, okay, was wollt ihr? Was ist die Fragestellung? Wollt ihr Strukturen suchen in Bildern? Geht es um Tabellenanalyse und so weiter und so fort? Wir werden dann virtuell sozusagen Teil des Teams und arbeiten hier als Teil eines interdisziplinären Teams im Prinzip, dann um die wissenschaftliche Frage zu beantworten. Das kann bedeuten, wir helfen denen, Daten zu prozessieren, die zu filtern, zu analysieren. Und hier gibt's wieder ein ganz breites Spektrum. Entweder es ist, ich sag mal, nur die Beratung eines Masterstudenten oder eines Doktoranden. Es kann sein, wir helfen bei der Beschreibung eines White Papers in einer bestimmten Domäne, die sich eben jetzt immer mehr mit Paradigmen des Machine Learning auseinandersetzen. Das kann sein, genau wie du es gesagt hast, wir setzen uns hin und coden für die Analyse-Pipeline und die Trainings-Pipeline. Also da gibt es wirklich total großes Spektrum an möglichen Aufgaben. Und das ist auch das, was eigentlich uns auch auszeichnet, dass der Job sehr vielfältig ist, dass man eben, ich sag's jetzt mal überspitzt, nicht schon wieder einen Container machen muss und nicht schon wieder den Container in eine Kommandozeilenapplikation umwandelt oder in eine GUI, die schön aussieht im Webbrowser, ja. Das sind sehr wichtige Aufgaben, aber bei uns geht's wirklich darum, am Anfang die Daten zu verstehen, das Problem zu verstehen und das ist wirklich die Krux in unserer Arbeit. Und dann die richtigen Werkzeuge aus unserer Erfahrung oder aus Beobachtungen von Konferenzen zu Rate zu ziehen, innerhalb eines fixen Zeitbudgets. Und das ist wirklich ganz kritisch. Dadurch, dass wir eine buchbare Ressource innerhalb der Helmholtz-Gemeinschaft sind, ist es so, dass wir wirklich immer mit fixen Zeitbudgets arbeiten. Also, weil so werdet ihr bezahlt dann letztendlich. Ne? Das also wird genau, die kaufen dann wahrscheinlich Zeit. Genau. Also okay. Es fließt kein Geld in der Helmholtz-Gemeinschaft, wie das zum Beispiel bei anderen Wissenschaftsorganisationen mit ähnlichen Consulting-Angeboten gemacht wird. Bei uns geht es wirklich darum, ein Voucher kommt an, wir gucken, ob wir die Kapazität haben und dann ist auch wirklich nach, ich sag mal, 6 Wochen, 8 Wochen, wie auch immer, ist auch wirklich Ende. Jetzt blättern wir nochmal ein bisschen zurück in Bezug auf diverse Arbeitsfelder und vor allen Dingen Wissenschaftsdomänen. Machine Learning oder künstliche Intelligenz hat ja nun doch auch Einzug in viele Wissenschaftsfelder gezogen. Also da wird zum Beispiel, vielleicht können wir auch mal darüber kurz reden, in der Teilchenphysik, aber auch in vielen anderen Bereichen. Also welche Wissenschaftsbereiche werden denn dadurch bedient und welche machen davon Gebrauch? Also das ist eine sehr, sehr gute Frage. Man würde am Anfang erstmal naiv vermuten, dass es nur eine Handvoll sind, aber es stellt sich wirklich heraus in den letzten Jahren, Machine Learning auch durch die Verfügbarkeit von Open Source Tools ist wirklich, ich habe das mal irgendwo, ich weiß gar nicht mehr wo, aufgeschnappt, aber ich finde die Metapher ganz gut, ein horizontales Werkzeug. Ja, also man hat die verschiedenen Domänen, die man so aufreihen kann und wirklich durch diese Domänen hinweg kann man Machine Learning anwenden. Und da stellt sich wirklich heraus, es gibt Disziplinen wie die Teilchenphysik, die traditionell Machine Learning benutzt haben, schon seit den 90er Jahren, vielleicht sogar früher. Aber es gibt jetzt immer mehr Domänen, wir haben vorhin über Biologie gesprochen, die sehr verstärkt in diese Werkzeuge investieren, also in Bezug auf menschliche Ressourcen, weil natürlich in der Biologie Bilder auch die Lingua Franca sind. Ja, also Mikroskopiebilder und so weiter und so fort. Und deswegen sind Deep Learning Algorithmen hier immer populärer geworden. Von daher, innerhalb von Helmholtz AI sind wir aufgestellt auf 3 Themenbereiche. Die speisen sich ein bisschen aus der Helmholtz-Gemeinschaft. Deswegen muss ich ein bisschen Eigenwerbung machen.
Und zwar ist es einmal der Bereich Materie, der umfasst in der Helmholtz-Gemeinschaft grob gesagt Teilchenphysik und dann auch die sogenannte Synchrotronphysik, also eine Wissenschaft, die an Synchrotronquellen und an großen Teilchenbeschleunigern betrieben wird, also geht auch in die Richtung Materialwissenschaft. Dann gibt es natürlich die Lebenswissenschaften, über die wir gerade gesprochen haben. Es gibt die Erdbeobachtungswissenschaften, also da zählt auch Klimamodellierung hinein. Es gibt Luft- und Raumfahrt, da ist im Prinzip der große Vertreter das DLR, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik. Und dann gibt es den Bereich Energie und dann separat noch Informationen. Also Energie, da geht es um Energienetzwerke und natürlich auch alle Themen, die Energieerzeugung betreffen. Und im Bereich Informationen, das sind dann diejenigen zum Beispiel am Forschungszentrum Jülich, die großen Superrechner in der Helmholtz-Gemeinschaft. In dem Sinne ist es einer, nämlich Julius und Julius Booster betreiben und dort auch entsprechend große Trainingskampagnen für zum Beispiel das OpenGPTX-Projekt machen. Und auf die Teilchenphysik nochmal zurückzukommen, weil ich hatte irgendwie, ich habe auch so ein bisschen Hintergrund in der Teilchenphysik. Damals, das war Anfang der 90er, da gab es gerade so aus den Jet Drift Chambern die Images zu analysieren und dadurch zum Beispiel Spuren von Teilchen. Ist das so der Hauptanwendungsbereich immer noch oder hat sich das inzwischen auch noch sehr weit ausgebreitet? Es hat sich auf jeden Fall ausgedehnt. Ich bin jetzt nicht mehr ganz so innerhalb der Community. Ich habe noch meine Kontakte auch in der Helmholtz-Gemeinschaft. Da sprechen wir manchmal. Also es gibt verschiedene Anwendungen. Die Strukturfindung oder Mustererkennung ist einer. Wenn man Events rekonstruieren möchte, dort gibt es ganz viele Spielarten. Entweder man repräsentiert das Event als Bild oder man macht das wirklich, heute gibt es ja Siliziumdetektoren, Myondetektoren und so weiter und so fort, wirklich als Spuren. Dann gibt es ein starkes Feld, alles was Beschleunigung und Simulation betrifft. Also genau dort, wo es Regressionsaufgaben gibt, weil eben die Beschleunigerdetektoren wären einfach viel komplizierter. Aber nichtsdestotrotz möchte man das ja auch simulieren. Die Teilchenphysik hat eine lange Tradition, sogenannte digitale Zwillinge zu erschaffen. Dennoch ist es eben so, dass diese Simulationen beschleunigt werden müssen und da kommt KI so ganz ähnlich, wie das die Sprachmodelle machen, über eine Regression ins Spiel. Und dann, was ich ganz spannend finde, ist auch in der statistischen Analyse. Da gibt es immer mehr Anwendungsfälle, wo sogenannte Likelihoods als wirkliches Artefakt geteilt werden können und die werden teilweise auch mit Machine Learning erzeugt. Wenn man also, ich muss jetzt mal ein bisschen technisch werden, multidimensionale Wahrscheinlichkeitsverteilungen repräsentieren möchte, dann ist es einfach manchmal so, durch die Daten taste ich nicht den ganzen Raum aller Dimensionen ab. Dort kann man sozusagen auch in den Bereichen interpolieren, wo ich nicht so viele Stützpunkte habe, Samples im Englischen. Was ist denn mit Sozialwissenschaften? Weil wir haben ja jetzt über ChatGPT gesprochen und da gab es ja dann irgendwie Befürchtungen, oder die gibt es immer noch viel mehr, dass vieles verdrängt, was in der Wissenschaft erzeugt wird. Aber gibt es denn auch viele Kunden, sage ich jetzt mal, für euch, die auch in den Sozial- oder Humanwissenschaften arbeiten? Da muss ich ehrlich gestehen, dadurch, dass unser Mandat ist die Unterstützung der Helmholtz-Gemeinschaft und deswegen sind die Hauptdisziplinen eher, ich sag mal, im naturwissenschaftlichen oder ingenieurstechnischen Umfeld. Das muss man erstmal ganz klar sagen. Dennoch gibt es immer wieder auch Arbeiten, wo Leute zum Beispiel auch den sozialen Einfluss innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft sehen. Da sind wir in der Helmholtz-Gemeinde nach meinem Wissensstand jetzt nicht so weit vorne dabei, aber ich weiß, dass es in den USA auch einige Wissenschaftler gibt im Sozialbereich, die sogar die Wissenschaft selber untersuchen, wie wir miteinander umgehen und dort Machine Learning benutzen, um zum Beispiel Publikationsgrafen, also wer arbeitet mit wem zusammen, wer hat mit wem zusammen Papiere veröffentlicht, dass man so sozusagen über diese Repräsentation dieses Interaktionsgrafs dann Machine Learning benutzt, um Daten zu analysieren und besser zu verstehen, wie wir Wissenschaftler eigentlich, also ein bisschen mit Abstand sozusagen miteinander arbeiten auf lange Strecken hinweg. In der Helmholtz-Gemeinschaft, nach meinem Wissen, gibt es aktuell keine größeren Projekte, wo wirklich Sozialwissenschaften mit Machine Learning arbeiten. Aber ich habe doch immer mal gesehen, also gerade auch die, was ja so spannend ist im Bereich KI, dass gerade dieses Wechselspiel mit der Psychologie zum Beispiel, was ist eine Erklärung? Wie bewerten wir KI-Systeme? Bewerten wir die strenger als Menschen oder sind wir da fair? Ja, also das sind alles Aspekte, wo das Wechselspiel mit den Sozialwissenschaften oder auch mit den Geisteswissenschaften unheimlich spannend ist und unheimlich wichtig, weil sonst wir eher technisch versierten, wir vielleicht auch einfach die Latte viel zu hoch legen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn.
Wir versuchen einiges, um auch rauszugehen aus unserer Bubble, sage ich mal so, und mit den Sozialwissenschaften zusammenzuarbeiten. Da sind wir zum Glück in Netzwerken, die uns das erlauben. Aber konkret kann ich dir jetzt nicht sagen, in welchen Teilen in Deutschland in Sozialwissenschaften KI benutzt wird. Aber ich denke, die Antwort sein, das gibt's. Und jetzt gehen wir nochmal ein bisschen zurück und gehen vielleicht ein bisschen tiefer in den Arbeitsbereich selber rein. Weil künstliche Intelligenz oder Machine Learning ist ja ein sehr, sehr großes Thema. Und du hattest ja schon die einzelnen Arbeitsschritte so ein bisschen angesprochen. Aber viele Leute stellen sich ja immer nur oder immer noch die sexy Algorithms vor, wo man die ganze Architektur aufbaut. Aber oftmals ist es wirklich so, dass es viel mondäner ist. Daten aufräumen und normalisieren etc. Aber aus deiner Perspektive und aus deiner Sicht, aus welchen Arbeitsschritten besteht denn das? Ich muss ehrlich gestehen, wenn wir mit Leuten sprechen, die uns ähnliche Fragen stellen, das ist eine sehr häufige Frage, dann sind viele überrascht, dass wir trotzdem aus so einem technischen Feld sehr den Fokus gerade am Anfang von Projekten auf Kommunikation legen. Das kennen viele, die in der Softwareindustrie oder auch im Software Engineering unterwegs sind. Kommunikation ist ganz, ganz wichtig. Gerade am Anfang eines Projekts kommt genau das, was du angerissen hast. Da wird schnell über Technologien gesprochen, über die Methoden und was es alles Neues gibt. Und es tritt oft in den Hintergrund, was genau das Ziel ist. Und da haben wir in unserem Team versucht, Methoden wie dem Machine Learning Canvas einfach uns ein bisschen ein Gerüst zu geben, um konstruktiv zu kommunizieren und auch in gewisser Weise effektiv. Das ist der erste Punkt. Danach kommt eine Periode in so einem System, in so einem Projekt, die, da schmunzeln wir meistens drüber, der heißt Waiting for Data. Viele Menschen und auch in der Wissenschaft sind sehr begeistert, sehr enthusiastisch, wenn sie von unseren Angeboten hören, das ist immer schön. Und dann in wirklich, ich sag mal, ein Drittel aller Fälle, warten wir erstmal auf Daten. Und da kommen wir wieder auf die Selbstorganisation der Wissenschaft hin. Ich will da jetzt niemanden angreifen. Das ist einfach eine Beobachtung, die wir machen mussten. Wenn Doktoranden die Gruppen verlassen, wenn Masterstudenten die Gruppen verlassen, verschwinden die Daten auf irgendwelchen Datenträgern, keiner weiß mehr, in irgendwelchen Storage-Elementen, wo die liegen und so weiter und so fort. Das kommt häufig vor. Nicht immer, aber es kommt oft vor. Und wir haben aber auch das Gegenbeispiel, ja? Also wo Leute sagen, kein Problem, habe ich alles. Wir haben einen Datenmanagementplan, wir sind gut organisiert. Ich ziehe euch das aus unserem Datenrepositorium. Morgen habt ihr den Link und dann kann es losgehen. Dann kommt natürlich der große Schritt Visualisierung, Daten verstehen. Auch wenn ich kein Domänenspezialist bin, wenn ich zum Beispiel mit jemandem aus der Biologie spreche, das ist eine Zelle, ist ein elliptisches Objekt vor meinen Augen. Ja, okay. Und dann hört mein Wissen auch auf. Dann müssen wir trotzdem die Daten verstehen. Das heißt, visualisieren, Grundeigenschaften testen, sind die gleich verteilt? Gibt es irgendwelche Eigenschaften in den Daten, die wir von einfachen mit den Augen und Händen, sage ich jetzt mal so, anschauen, schon sehen, was problematisch werden kann? Ja, und dann geht es genau darum, umformen, filtern auf eine pragmatische Art und Weise und programmatische Art und Weise und dann letztendlich das Training. In unseren Projekten machen wir meistens Mini-Matchmarks. Diejenigen Hörer, die selber mit Machine Learning viel zu tun haben, da kommt der sogenannte Dummy-Predictor natürlich zuerst, also wo man einfach einen Würfel würfelt, um eine Referenz zu haben. Und dann werden die Architekturen durchdekliniert, die sozusagen für uns nach einer Literaturrecherche evident sind, dass die probiert werden können. Das sprechen wir meistens mit unseren Kunden ab, weil wenn das Zeitbudget begrenzt ist, möchte man natürlich nicht ein halbes Jahr an Literaturrecherche und Ausprobieren verwenden. Man will ja ganz konkret sein und dort ist im Prinzip die Maßgabe sehr häufig, beginnen von simpel und bauen dann langsam auf kompliziertere Modelle. Und dann geht es darum, um das schnell abzuschließen, Evaluierung, Modellkritik und Visualisierung der Ergebnisse für den Kunden. Und dann natürlich beginnt der Iterationskreis tendenziell von neuem. Das kommt ganz darauf an, wie viel Zeit noch ist. Also die erste Phase ist die Kommunikation mit dem Wissenschaftsteam. Und das klingt ja fast so wie Erwartungsmanagement. Kann man sich das so darunter vorstellen, dass Sie mit diesen Riesenerwartungen kommen und ihr setzt sie erstmal so ein klein wenig auf den Pott und sagt irgendwie, naja, jetzt tun wir mal ein bisschen langsam, einiges davon können wir vielleicht machen, aber einiges auch nicht. Läuft das so? Warum weißt du das so genau? Also ich muss wirklich hier ein bisschen ein Verhältnis einführen. Ich sag mal wieder so 20-40% der Diskussionen laufen so ab. Man merkt, dadurch, dass auch die Machine Learning als solches immer mehr das Wissen verbreitet wird, woran wir auch mithelfen, dass die Erwartungen doch immer realistischer werden.
Das muss man schon sagen. Und das kommt wieder ganz drauf an, in welcher Domäne man sich befindet. Der eine oder andere hat schon mal Erfahrungen. Aber ganz klar, gerade wenn man mit älteren Wissenschaftlern spricht, die also schon länger dabei sind, die AI Winter schon mitgemacht haben, da bekommt man auch manchmal Gegenwind. Speziell in der Physik ist es so, dass auch begründet, muss ich ganz klar sagen, dass viele Menschen auch überkritisch sind. Das ist alles alter Kaffee, haben wir schon mal gehört. Genau. Reißt uns nicht vom Hocker. Aber das sind alles ganz natürliche, ganz menschliche Phänomene, mit denen wir natürlich versuchen, mit unseren Kommunikationswerkzeugen umzugehen. Und das versuchen wir im Team auch zu reflektieren, gemeinsam, dass wir darauf nicht nur vorbereitet sind, aber auch bessere, wie soll ich sagen, Metaphern zu finden, um genau die Erwartungen nicht zu hoch zu stecken. Jetzt wollen wir mal über Machine Learning selber reden. Der Erfolg oder die Performance von einem Modell hängt da so ein bisschen auch von dem Training-Sample und den Test-Samples. Wenn man zum Beispiel zu wenig Daten hat, ich denke zum Beispiel an medizinische Fälle, wo es dann wirklich bei einigen Image-Analysen dann wirklich darum geht, dass man, was weiß ich, hunderte von Images vielleicht hat. Nicht so wie Amazon mit ihrem Riesenkatalog Billionen. Die erste Frage, die wir dann meistens stellen, muss es unbedingt Machine Learning sein? Weil letztendlich eine gute Automatisierung, auch wenn die Parameter eines Standard-Computer-Vision-Algorithmus per Hand gewählt sind, vielleicht reicht das schon. Die zweite Frage, die ich dann meistens stelle, kann der Prozess simuliert werden? Ich denke, gerade wenn hier zwei sitzen, die in der Teilchenphysik unterwegs waren, gerade der Wert von Simulation wird meistens, zumindest mein Gefühl, unterschätzt. Weil es in vielen Fällen reichen schon, ich sag mal, Spielzeugsimulationen, die wirklich die Problemdomäne mehr oder weniger adäquat abbilden. Ich kann mich noch erinnern, als ich viel mit Biologen gesprochen habe, für die war Simulation immer ein No-Go, weil die Natur kann man nicht simulieren, weil das viel zu komplex ist. Das ist ein valides Argument. Dadurch, dass wir viel First-Principle-Wissen haben, sind wir dann oftmals in einer guten Lage. Und das ist nicht in allen Domänen so gegeben. Nichtsdestotrotz habe ich schon einige Probleme gelöst, indem ich mir die Probleme angehört habe von den Kollegen und dann im Prinzip ein einfaches Toy-Model, also so eine Zelle ist im einfachsten Fall eine weiße Ellipse auf schwarzem Grund oder umgedreht, ja. So kann man sich auch helfen. Auch dort gibt es auch Machine Learning-Werkzeuge, um sozusagen die bestehenden Datensätze zu erweitern. Das sind so die Methoden, die wir benutzen, um sozusagen auch dort zu helfen. Aber ich will auch ganz klar sagen, wenn Machine Learning nicht das Werkzeug der Wahl ist, dann ist das eben so. Ernest Rutherford soll mal gesagt haben, if you don't have enough data, go get some more. Also ja. Das muss man dann ganz ehrlich sagen, ja. Da wollen wir dann auch niemanden irgendwie falsche Erwartungen machen, dass dann irgendwie Enttäuschungen entstehen. Weil wir gerade bei Daten sind, so Datenwissenschaft oder Data Scientist ist ja die Rolle, die immer gerne ausgeschrieben wird, wenn es um Machine Learning geht oder künstliche Intelligenz. Und es wird immer so ein bisschen separat gehandelt von Software-Ingenieuren. Ist das denn für dich eine sinnvolle Trennung? Gibt es da Überlappungen? Sind die wirklich völlig unterschiedlich? Ja, also das ist eine super Frage. Also ich denke, wir sollten hier ganz klar Wissenschaft und Industrie trennen. Aus meiner Erfahrung, und ich habe nicht lange in der Industrie gearbeitet, wenn überhaupt man das Industrie nennen kann, deswegen kann ich hier nur von anekdotischen Erfahrungen berichten. Mhm. Gerade in größeren Unternehmen ist diese Rollenunterscheidung immer sehr stark. Was ich aber sehe, gerade in dem RSE- und Datenwissenschaftler-Diskussion, und Achtung, ich war selber RSE, es hieß damals anders, aber ich zähle mich zumindest im Geiste dazu, denke, der Überlapp ist sehr stark. Also man muss trotzdem ganz konkret sagen, es gibt auch genauso starke Unterschiede. Was meine ich damit? Software ist für uns ein unabdingbares Werkzeug. Ja, unsere Analysen müssen wir in Software schreiben. Bessere Datenwissenschaftler schreiben auch Unit-Tests und achten auf Reproduzierbarkeit in wirklich fixierten Software-Environments, vielleicht sogar mithilfe von Containern. Im Regelfall ist es doch so, dass in unseren Projekten erstmal das Ziel nicht nur einer Variabilität unterliegt, gemessen an, wenn wir die Daten besser kennenlernen, was finden wir heraus? Also da gibt es eine große Quelle von Variabilität, auf die wir uns dann einstellen müssen. Und der andere Aspekt ist natürlich, neben dieser Variabilität haben wir noch die Software. Wie bei einem normalen Software-Ingenieur gibt es Neuerungen, neue Sprachen, es gibt neue Versionen von Paketen und so weiter und so fort. Was will ich damit sagen? Also gerade in meiner Gruppe versuchen wir, einen Spirit zu leben, dass wir Software-Engineering ernst nehmen. Ja, also wir versuchen wirklich, Projekte und Repositorien zu kreieren, die reproduzierbar sind, dass wir die an andere rausgeben können. Mhm. Wenn wir mal ein Jupyter Notebook benutzen, dann ist das wirklich nur zum Explorieren. Da gibt es andere Datenwissenschaftler, die anders arbeiten. Das hat aber was damit zu tun, wir wollen
Dadurch, dass unser Endprodukt in der Wissenschaft benutzt werden soll, muss es einfach sehr hohen Qualitätsstandards genügen, aus meiner Sicht. Und reproduzierbar sein. Genau, weil Reproduzierbarkeit ist für mich die Grundannahme, bevor wir überhaupt über Generalisierbarkeit sprechen. Und das ist ja eigentlich das, was ich machen will mit Machine Learning. Ich will Daten rein und dann will ich das Modell vielleicht auf vielen Daten benutzen. Ja. Deswegen, lange Rede, wie gesagt, wie immer kurzer Sinn, aber es ist wirklich eine sehr spannende Diskussion. Viele Aspekte von Software Engineering und auch von Research Software Engineering sind ganz zentral in unserer Arbeit. Repositoren benutzen sowohl Daten wie auch Software-Repositoren. Dann auch das Auffinden und Reproduzieren von Ergebnissen anderer Leute. Natürlich auch selber Ergebnisse produzieren, die reproduzierbar sind. Und das natürlich in HPC mit einem Workflow mit mehreren Schritten und großen Daten. Also wir haben die Schlüsselwörter sehr oft und sehr schnell zusammen. Man muss wirklich sagen, also ohne jetzt überbescheiden zu sein, es ist wirklich eine hohe Anforderung an unsere Mitarbeitenden, so wie wir es leben. Und es ist vielleicht in anderen Bereichen, wenn ich zum Beispiel sage, ich brauche einen Datenwissenschaftler wirklich nur, um die Benchmarks zu machen, die wir vor uns besprochen hatten, dann würde man das vielleicht auch anders leben. Aber bei uns, wir versuchen wirklich so End-to-End-Projekte zu haben. Wir haben ein bisschen knapp an Personen sind, muss man auch ganz ehrlich sagen. Es gibt einfach zu viele Daten und zu viele spannende Projekte. Sind unsere Consultants wirklich in der ganzen Pipeline vom Beginn bis zum Ende von so einem Projekt beteiligt? Und das hat natürlich auch hohe Anforderungen. Schlussendlich, um auf deine Frage konkret zu antworten, ich denke, wir leben das so, dass bei uns die Mitarbeitenden vornehmlich Datenwissenschaftler sind, im starken Kern an RSE. Deswegen sehe ich dort starke Anknüpfungspunkte zwischen diesen zwei Domänen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe leider nicht die Zeit, obwohl ich mit vielen RSEs, auch aus der DRSE-Community zusammengearbeitet habe, da immer auf jedem Meeting und jeder Konferenz zu sein. Es gibt natürlich, wenn es um Software geht, gibt es natürlich auch in der Datenwissenschaft oder im Machine Learning und in Artificial Intelligence ein breites Spektrum. Da gibt es natürlich die Datenaufarbeitung selber. Aber da gibt es auch die Infrastruktur, die Data Pipeline, was man ja normalerweise nennt. Da geht es irgendwo, die Daten kommen irgendwo rein, werden wir verdaut in dem großen Magen, wo die ganzen Daten normalisiert werden, bevor sie dann irgendwie an das Modell weitergegeben werden. Euer Arbeitsbereich und eure Arbeitsgruppe, befasst ihr euch auch mit dieser Infrastruktur? Die Infrastruktur steht auf der Türschwelle. Das muss man ganz klar sagen. Also wir haben das bis jetzt so gelebt, dass unsere Projekte wirklich einen sehr starken explorativen Charakter hatten und weniger darin abgezielt, wirklich nutzbare Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Dafür haben wir in Helmholtz das Glück, dass wir ein extra kleines Netzwerk dafür haben, das ist das CFIUS-Netzwerk. Und die haben uns bis jetzt hier immer geholfen, also wenn es um OpenStack-Infrastruktur ging und so weiter und so fort oder kleinere Tools. Da muss ich sagen, da sind wir in einer wirklich sehr komfortablen und sehr luxuriösen Lage, wenn ich das zum Beispiel vergleiche, wie die Arbeit damals an der TU Dresden war. Und das ändert sich aber jetzt stark. Ich habe den Eindruck, wir haben diese Phase, dass viele das ausprobieren, die haben wir jetzt mit vielen Projekten und Domänen überschritten. Und jetzt kommt genau das, was du ansprichst. Kontinuierlich, Experiment läuft, Daten kommen rein, werden verdaut, wie du so schön umschrieben hast. Und dann müssen die Modelle geupdatet werden. Ja? Und da machen wir jetzt die ersten Schritte, auch am Helmholtz-Zentrum in Rossendorf, um sozusagen diese ganze Pipeline auch abzubilden. Aktuell machen wir das hauptsächlich mit statischen Daten. Also wir bekommen die auf unserem Cluster, benutzen dann Werkzeuge wie SnakeMake und Nextflow, um die Pipeline abzubilden. Und dann ist aber trotzdem wieder ein Artefakt, was dann übrig bleibt, also ein Report oder ein Modell. Und das kommt jetzt langsam. Bin ich mir sicher, dass in der Industrie oder anderen Wissenschaftsorganisationen da vielleicht der eine oder andere sehr viel weiter ist. Aber genau, das kommt jetzt und da werden wir sehen, wie sich dort die Ausrichtung jetzt gibt, weil es wird zentraler Bestandteil der Infrastruktur auch an Großgeräten werden und da weiß ich auch nicht so richtig, ob dann die Helmholtz-Gemeinschaft das auch unterstützt. Und das bringt uns auch auf das Thema, wie denn dann überhaupt der Arbeitsbereich in der ASE-Gemeinschaft aufgehoben ist, weil das war so meine nächste Frage. Research Software Engineering ist eine große Komponente in eurer Arbeit, aber ist denn die Research Software Engineering Gemeinschaft denn auch der richtige Platz für euch? Das ist eine super gute Frage, die mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen überrumpelt. Ja, aufgrund unseres Mandats würde ich die Frage erstmal verneinen. Wir sind Datenwissenschaftler, wir werden daran gemessen, natürlich auch, wie wir Werkzeuge und Papiere wir veröffentlichen. Das sind die zentralen KPIs derjenigen, die uns das Geld geben. So, erstmal, das ist erstmal so die oberflächliche Antwort. Gleichwohl muss ich ganz klar sagen, dass wir gerade auch mit den RSEs bei uns in Helmholtz eine enge Zusammenarbeit pflegen.
Deswegen, um deine Frage konkret, so wie mein Herz schlägt, zu beantworten, ich höre immer gern in die RSE-Community rein, deswegen finde ich es auch wunderbar, den Podcast hier weiter zu unterstützen, den ich auch gern höre, weil ich einfach sehe, wir können dort ganz viel lernen und könnten auch, und so leben wir das auch, Sparringspartner bei dem Testen von Tools sein. Ja, also da sehe ich auf jeden Fall unsere Rolle, weil wir sind diejenigen, man mag uns auch manchmal Early Adopter nennen, die sozusagen auch, wenn wir merken, dass es ein Tool oder eine Möglichkeit gibt, bei einer Methode, unseren Workflow zu verbessern, dann nutzen wir die. Und da sind wir sozusagen vielleicht gute Ansprechpartner, was Prototyping betrifft, weil wir A, das Softwareverständnis haben und B, natürlich das auch gleich umsetzen könnten. Aber ich will ganz klar sagen, dort, wo unsere Kapazität eben aufhört, ist, Dienste zu installieren auf Servern und so weiter und so fort, das ist dann einfach nicht unser Mandat. Da müssen wir wirklich sagen, das geht dann zu weit. Aber es gibt ja nun auch viele Ausbildungskonzepte für RSEs. Soll denn künstliche Intelligenz und Machine Learning ein Bestandteil davon werden? Ich bin der Meinung, ja. Ich denke, wir werden datenwissenschaftliche Werkzeuge und Machine Learning-basierte Werkzeuge immer weiter sehen. Und die werden sozusagen zu unsexy Werkzeugen werden. Und die werden in den Abläufen, in der Wissenschaft, wie auch in der Industrie, ihren Stand bekommen. Und dann ist jetzt hier im Prinzip die Frage, in welcher Tiefe RSEs sich hier weiterbilden wollen. Ich denke, es gibt sehr viele gute Angebote. Das reicht von Low-Code-Trainingsangeboten wie der Website Elements of AI, aber auch zum Beispiel so angewandte Kurse wie die Carpentries, die anbieten. Es gibt auch noch einen schönen Kurs, der durch die Kollegen von INRIA in Frankreich in dem Scikit-Learn-Umfeld veröffentlicht wurde, die Scikit-Learn-MOOC. Die ist auch sehr schön, die ist auch sehr, sehr ingenieursfokussiert, also wirklich eher auf den praktischen Aspekt, wie benutze ich das, weniger auf was ist das Konzept und die mathematischen Konstrukte dahinter. Und ich denke, desto mehr wir sehen, dass die Machine Learning und datenwissenschaftliche Werkzeuge in viele Domänen hineingehen, desto mehr werden genau solche Materialien immer wichtiger. Ob das jetzt ein Standardteil von RSE-Ausbildung ist, das ist schwer zu sagen, aber fakultativ, wie man es im Deutschen so schön sagt, also optional, mit Pflicht aber, das denke ich, ist eine wichtige Geschichte. Weil man muss schon ein Gefühl dafür bekommen, was ist Training, was ist Vorverarbeitung, was sind Metriken, wie kann ich mit denen umgehen, was bedeuten die? Also für jemanden, der es benutzt, reicht es, aus meiner Erfahrung. Und natürlich auch, welche Tools man benutzt, standardmäßig. Ne? Das kommt dann so automatisch mit dazu. Also wenn man das Konzept verstanden hat, dann fällt es einem auch leichter, kann ich einfach aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, sozusagen Werkzeuge zu verstehen und bewerten, die sozusagen vielleicht Konzepte miteinander verbinden und so weiter und so fort. Und du hattest ja schon ein paar Sachen erwähnt, wo Leute, die daran interessiert sind, sich da fortzubilden, woran sie sich da wenden können. Und da noch ein Wort, da muss ich wirklich die Helmholtz-Gemeinschaft loben. Ein Schwesterprojekt von uns macht genau das. Die vermitteln Trainingsressourcen und organisieren Weiterbildungen, zwar jetzt nicht nur auf RSEs konzentriert, sondern für alle Wissenschaftler. Was man aber daran sehen kann, ist, dass den Leuten, die hier in entscheidenden Positionen und Rollen gewesen sind, dass denen das immer wichtiger wird. Dass die das auch sehen, dass hier ist eine hohe Nachfrage an kontinuierlicher Weiterbildung. Und das ist ja auch eine Sache, die nicht nur in Helmholtz gelebt wird. Ja, wenn man das eScience Center sich in Niederlanden anguckt oder die Code Refineries in Skandinavien, dort wird das ja ähnlich gelebt. Es gibt viel tolle Technologie, das ist alles schön. Aber man muss natürlich die Grundlagen verstanden haben, auch wenn man kein Experte in probabilistischen Methoden wird. Aber man muss verstehen, dass es geht hier um eine probabilistische oder statistische Beschreibung von einem Problem. Was sind hier die Kernwerkzeuge? Was ist ein Erwartungswert? Was ist eine Varianz? Und so weiter und so fort. Und wenn man das schon verstanden hat, denke ich, dann kommt man schon sehr weit. Und jetzt ganz zum Abschluss nochmal, die Leute, die jetzt an eurer Arbeitsgruppe interessiert sind, speziell, wie können die sich denn an euch wenden? Seit 2019 ist das Projekt in sozialen Medien erreichbar, einfach Helmholtz AI suchen, dann wird man finden. Nichtsdestotrotz die gute alte E-Mail. Die gute alte E-Mail, die funktioniert immer noch ganz gut. Und ich selber bin auch auf Twitter pstein_b_. Da gab es schon einen anderen pstein_b und mir ist nichts Besseres eingefallen. Wäre hier mein Handle. Und einfach Direct Message oder wie gesagt eine E-Mail an mich schicken. Ich kann das dann auch gern weiterleiten. Das ist kein Problem. Prima. Dann danke ich dir sehr für dieses Gespräch und ich wünsche dir alles Gute für dich und die Arbeitsgruppe und überhaupt.
Vielen lieben Dank, lieber Peter. Auch wenn es jetzt abgedroschen klingt, du machst sehr wichtige Arbeit. Das Gleiche gilt für die gesamte RSE-Gemeinschaft. Ich weiß aus den Graben, wir brauchen euch. Also bitte weiter so. Oh, schon zu Ende. Aber bevor ich es vergesse, dieses Podcast ist mit der Creative Commons Lizenz versehen. Bis zum nächsten Mal.